Alltag, hallo und herzlich willkommen zur Hessenschau. Das sehen Sie heute bei uns. Ärger nach Glasfaserausbau in Edermünde-Grifte. Seit über 2 Jahren sind hier immer noch Stolperfallen. Wir klären, woran es liegt. Wir waren bei Wetten, dass da Ami, die Hundedame, die Zahlen erkennt. Und wir gucken natürlich auf die Auswirkungen des Lokführerstreiks. Die Gewerkschaft. Wir machen weiter mit Hunden, und zwar mit Hunden mit besonderen Talenten. Kennen Sie bestimmt auch, ne? Also die können dann tolle Kunststücke. Ich glaube, ein Hund war sogar mal Gewinner beim Supertalent bei RTL. Aber es gibt wirklich Exemplare, die richtig außergewöhnliche Sachen können. Und genau so ein Exemplar wollen wir Ihnen heute bei uns in Main-Tauber auch vorstellen. Und ich sag mal so, in der Hundeschule ist Ami mit Sicherheit eine ganz große Nummer. Bei dir geht's um pelzig und schlau. Ja, haben Sie auch die letzte Wetten, dass Sendung mit Thomas Gottschalk gesehen? Sehr faszinierend war ja der Auftritt von Ami, die Hündin, die Zahlen erkennen kann. Und zwar Zahlen von 1 bis 100, nicht nur von 1 bis 3. Die Münsterländerin ist zu Hause bei uns in Hessen im Odenwald. Na, also dann nix wie hin. 72. Top, die Wette gilt. 70. Michaela Frank und Hündin Ami präsentieren bei Wetten, dass ihr einzigartiges Talent. 23. Wette ist gewonnen. 2. Und das ist die Hessin zu Hause im Odenwald. In ihrem Spiel, oder besser gesagt Lernzimmer, trainieren die beiden, Zahlen einzustudieren. Manche glauben es auch nicht. Gibt auch Leute, die sagen, oh, das ist irgendein billiger Trick, das ist gefaked. Aber gut, ich kann nicht mehr wie sagen, ist es nicht. Überall, wo man das mal so zeigt, den Leuten sind alle ganz begeistert und jeder sagt, der einen Hund zu Hause hat, meiner kann das nicht oder wie kann ich das denn beibringen? Die kleine Münsterländerin, das ist ihre Rasse, ist eigentlich fürs Jagen bekannt. Zum Ausgleich für ihren aktiven Hund suchte Michaela eine ruhige Beschäftigung. Dass Ami so schnell und so gut Zahlen erkennen kann, damit hat die Odenwälderin selbst nicht gerechnet. Während unserer Dreharbeiten schafft es Ami, eine neue Zahl zu lernen. Übrigens ganz bewusst auf Englisch. Zahl heißt 101. Ich habe es auf Englisch gemacht, weil ich dachte, die 1, 2, 3 klingt so ähnlich, dass es für einen Hund bestimmt schwer ist, diese drei Wörter auseinanderzuhalten. Und 1, 2, 3 ist einfacher. Weil ich überhaupt mal ausprobieren wollte, ob sie überhaupt drei Zahlen versteht. Ich weiß auch nicht, wie sie es macht, aber irgendwie macht es, dass sie sich merken kann. Seitdem sie 8 Wochen alt ist, lebt Ami bei Michaela. Schon früh zeigt sich, Ami ist anders als andere Hunde. Also die ist als Welpe schon aufgefallen, als total schlau. Also da hat sie auch schon zum Beispiel, es war mal in der Hundeschule, da war sie in so einer Welpenspielstunde, da lag ein Apfel auf dem Boden, weil da Bäume standen, da hat sie einen Apfel genommen, ich habe gesagt, aus, ich habe den ausgespuckt, dann sollte ich sie belohnen dafür, dass sie gehört hat, habe ich gemacht und was hat sie als nächstes gemacht, sie ist wieder hingegangen, hat einen Apfel genommen, hat mich angeguckt, hat ausgespuckt und wollte was haben dafür. Gemeinsam wohnen sie in Brombachtal mit 2 weiteren Hunden. Beide kommen aus Rumänien und sind traumatisiert. Eine Hündin wurde schwer misshandelt, hat Brandverletzungen und gelähmte Hinterbeine. Ich hatte eigentlich mir überlegt, ich nehme Hunde, die sonst keiner will. Ja, man findet wenig Leute, die diese Rolli-Hunde nehmen mit den Lähmungen. Habe ich als meine Aufgabe gesehen, habe da einfach ein Herz für diese Tiere. Die Tiere sind es ihr wohl ewig dankbar, haben nicht nur ein warmherziges Zuhause gefunden, sondern auch eine Besitzerin, die ihre freie Zeit intensiv mit ihren Hunden nutzt. Und so ist natürlich klar, dass die beiden schon an der nächsten Idee tüfteln. Sie will immer was machen, die freut sich, wenn ich mich nur da hinten irgendwo aufhalte, dann kommt sie schon gelaufen und denkt, oh, machen wir irgendwas. Die 2. Wetten, dass Ami schon jetzt der wohl berühmteste Hund im Odenwald 22. ist? Bleib. 22. Sehr cool.